Gut. Achso, die Enderpearls, die könnte ich auch hier lassen. Hatte ich die in dem Netherzeug mit? Ne, die hatte ich hier nicht mit drin. Hatte ich die da? Ne, auch nicht. Die Gastriegel. Ach ne, das lasse ich mal hier. Komm, die Enderpearls lasse ich jetzt auch mal hier. Und dann einmal noch in den Häcksler rein und dann können wir gleich rüberfahren. So. Ach, erstmal runtergehen zum Häcksler. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir waren ja jetzt doch einige Zeit wieder hier, ne? Also 20 Minuten oder so. Mal schauen, was uns der Häcksler in dieser Zeit beschert hat. Ob er uns was beschert hat. Oder ob das nicht funktioniert hat. Ach ja. Und da kommt noch mehr dazu jetzt. Wir müssten uns hier mal so ein Sichtfenster machen, ne? Aus dem Tinted Glas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Nochmal zwei Pfeile. Und noch ein Creepermann. So, das ist noch ein Pfeil. Und kriegen wir noch was raus? Ach, guck mal, ein Knochen und ein Pfeil. Und auf jeden Fall jetzt nochmal Gunpowder. Oder auch nicht. Aber das ist doch eine super Ausbeute. Also, gerade auch die Knochen. Das kann sich sehen lassen. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier mit dem Häcksler. Wir könnten den jetzt natürlich noch größer bauen, noch eine Etage reinzimmern. Aber das reicht. Ne, wenn man sich das hier so anschaut. Das reicht definitiv. Schaut mal, wie viele Knochen wir mittlerweile haben dadurch. Also das ist super. Auf jeden Fall. Gut, dann gehe ich pennen. Dann fahren wir rüber, bringen die Sachen weg. Und dann war es das auch, glaube ich, für heute. Hat sich hier denn was getan mittlerweile? Sieht nicht so aus. Nee. Der ist noch nicht so weit. War gut. Dann ist es halt so, ne? Dann braucht der halt noch ein bisschen. Dann ist es halt nicht für Folge 500 fertig. Also, fertig ist ja auch, ne? Also, es altert halt mit der Welt zusammen. Und es braucht halt so lange zum Altern, wie es braucht. Wir können einmal ganz kurz gucken, ob ich die Höhle finde. Das muss ja schon ordentlich hier draußen gewesen sein auch. Vielleicht habe ich da gerade auch noch... Aber nee, vom Kelp her dürfte nichts mehr zu sehen sein. So, sieht man hier irgendwas, was mir bekannt vorkommt von gerade. Nope. Da vorne? Nope. Ich glaube, wir müssten aber ein bisschen weiter hier hin. Oder hier hin. Also vielleicht eher hier so irgendwo. Ist da eine... Ja, da müssten wir eher ein Boot nach oben bringen. Kann auch sein, dass es... Oder war es noch weiter draußen? Ich versuche einmal noch mal kurz ein bisschen weiter draußen danach zu schauen. Da links unten ist was, aber das dürfte es nicht gewesen sein. Da ist noch eine Art Höhle. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall einen Librarian mit Respiration. Dass wir Respiration kriegen. So. Nee. Ist egal, da müssen wir da doch nochmal von unten hinfinden. Also von in der Höhle hinfinden. Na gut. Ja, und ich wollte ja irgendwann auch immer mal dahin. Die haben wir ja auch schon, also das Pilzbiom haben wir auch schon vor Ewigkeit mal entdeckt und sind noch nie hingekommen. Das wird, glaube ich, auch mal Zeit. So, ja, die Kirschblütenresidenz, das sieht schon echt cool aus mit den ganzen Kirschblüten, dann das Dach, was da rüber guckt. Und wenn ich jetzt überlege, hier haben wir unseren Bauernhof, hups. So, wo man sicherlich auch irgendwann da hinten dann das Dach vom Bauernhof noch so ein bisschen sehen wird. Ich glaube, das wird auch richtig cool aussehen, die Mühle, da weiß ich auch noch nicht, in welche Richtung ich das Mühlenrad machen möchte. Aber ich glaube eher Richtung Bauernhof oder zu den Feldern, ich glaube sogar Richtung Bauernhof würde ich das machen. Ja. Ups, das war die falsche Taste. Ja, und alles andere wird sich noch zeigen. Aber ich glaube, das ist jetzt schon mal ganz, ganz schön.
mit allem zusammen, wenn man hier dann noch die Tierfelder sieht. Das kommt langsam wirklich zu was Großem Ganzen. Und das freut mich einfach. Und ich hoffe, das freut euch auch, dass wir hier doch einiges jetzt geschafft haben, was man dann auch sehen kann in dieser Staffel. Stimmt, da wollte ich auch nochmal nachschauen, womit wir eigentlich angefangen haben, was der Startpunkt von der Staffel war. Aber gut, das können wir uns auch irgendwann nochmal angucken. So, dann gehen wir hier nochmal rein und ja, einmal nach unten die Sachen wegbringen. Die Valuables. Und dann haben wir es auch. Ja, Kohle ist nicht dazu gekommen. Hier haben wir ein bisschen Deep Slate Iron. Deep Slate Copper Ore. Normales Copper haben wir nicht gefunden. Hier ist Eisen. Da haben wir Deep Slate Iron Ore und normale Iron Ore. Also Kohle, Copper, Eisen und Diamanten und sowas. Hier ist Rotstein oder Redstone. Da ist Jolt. Das Jolt ist auch da. Hier haben wir anderes Zeugs und hier ist der Lapis, ne? Genau. Ach, guck mal an, da haben wir sogar auch schon. Ja, das sieht doch gut aus. So. Da haben wir doch jetzt ordentlich was rausgekriegt. Ein bisschen Tools könnten wir reparieren. Was lohnt sich denn? Also das Einzige, was sich hier lohnt, wo wir überhaupt Experience rauskriegen. Ja, Redstone kriegen wir XP raus. Aber das lohnt sich nicht. Hier kommen die 12 normalen. Die könnte man vielleicht mal irgendwo in einem Bild benutzen. Aber die 12 normalen, die können wir noch einmal raushauen. Und dafür repariere ich mal 1200, 1100. Was brauchen wir denn jetzt? Ja, die brauchen wir eher mal nochmal. Und Fortune. Ja, mal gucken, wenigstens ein bisschen reparieren vielleicht. Was haben wir jetzt drauf? 1200, ja. Das ist doch okay. So, dann nehme ich mir die Silk Touch wieder mit. Und dann mache ich das noch leer. Habe ich in der Ender Chest was? Ach, guck mal, da hätte ich auch Sachen reinpacken können in der Höhlentour. Dann hätten wir noch mehr rausholen können. Habe ich aber auch nicht dran gedacht. Da ist nichts mehr drin. Silk Touch. Deswegen nenne ich die Tools auch immer passend, dass ich sofort übrigens, ne, dass man hier sofort sehen kann, okay, welches habe ich denn gerade drin? Falls euch das noch gewundert hatte. Aber ich glaube, das war ja auch ziemlich selbsterklärend, oder? Also, will ich mal hoffen, dass es ziemlich selbsterklärend war. Gut. Aber ich glaube dann, ach guck mal, ich nehme mir noch ein bisschen Erde mit. Da können wir noch mal etwas auffüllen. Und ansonsten, ja, ist jetzt ja auch gar nicht mehr so viel zu tun, bis dann die Staffel am Ende ist. Und ich habe immer noch die falsche Musik an. Habe ich aber gerade gar nicht gemerkt gehabt. Ach komm, jetzt kommt halt Vertenz. Mal gucken, ob das wieder geclaimed wird. Dann würde ich es rausnehmen und ansonsten bleibt es halt drin. So, ja, ansonsten am Haus würde ich jetzt erstmal nichts tun, was wir einmal noch machen könnten. Aber dafür bräuchten wir eigentlich wieder Baummehl, dass wir vernünftig die Bienchen vermehren können. Aber wir können noch mal ein bisschen Bienenwachs holen und uns einfach noch mal die Bienchen anschauen, ne? Oder den Weg auch. Ach, ich muss schon sagen, das ist schön, Minecraft. Minecraft ist so schön. Guckt euch das an, wie süß die Bienchen hier rumfliegen. So viele Bienchen. Ach, guck mal, hier sind 3 schon komplett besetzt. Oder war es letztes Mal schon? 4 sind komplett besetzt. Ach, das ist doch super. Ja. Ach, das ist toll. Einfach mal so ein bisschen hier die Welt entlanglaufen und sich das anschauen. Aber gut, das werden wir auch in Folge 500 dann sicherlich irgendwie nochmal ein bisschen machen. So, ansonsten. Gehe ich nochmal zurück zu den Feldern? Nee, komm, ich gehe nochmal zurück hier zum Haus und dann. Ja, dürften nicht mehr viele Folgen fehlen. Ich weiß gar nicht, wie viel dann überhaupt noch fehlt. Muss ich erstmal zusammenschnibbeln, aber ich glaube, dann haben wir jetzt auch ganz gut was geschafft heute, dass dann nicht mehr so viel fehlt an Aufnahmen. Ja, ich brauche noch Lanterns, die habe ich drüben im Dorf. Aber die fehlen hier halt noch. Ach, da habe ich auch einen. Ach, den wollte ich noch abholzen, glaube ich, ne? Weil der soll da ja, glaube ich, nicht so bleiben. Oder?
Ach komm, dann hören wir den Tag auf, wie wir ihn angefangen haben und holzen nochmal ein bisschen Holz ab. So, ich glaube, das dürfte alles gewesen sein. Genau, da kam schon der erste Sapling runter, habe ich gesehen. Ich helfe mal gerade mit Fortschuh ein bisschen mit, dass wir mehr Saplings rauskriegen noch. Aber ich glaube, das dürfte ganz gut passen. Einen dritten hätte ich gerne noch. Und dann ist auch gut. So, das war der dritte. Ach, da war schon ein vierter. Komm, dann holen wir uns noch einen fünften. Komm schon, Baum. Gib mir einen fünften. Da ist der fünfte. Sehr schön. Okay. Dann bringe ich das noch kurz weg. Ja, es ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr lange bis zu Folge 500 und, was ist denn das für ein Bild? Komisch. Was wollte ich sagen? Nicht mehr lange bis zu Folge 500 und, dann gucke ich mal, was wir jetzt noch an Kleinigkeiten machen, aber im Großen und Ganzen wird sich jetzt sicherlich nicht mehr so viel tun, bis dann Folge 500 auch, ja, rauskommt. Dann danke ich euch schon mal fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, für die lieben Kommentare, fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge und spätestens in Folge 500 auch wieder. Dann beende ich heute die Folge einfach mal hier. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederschauen. Ciao.